Sprunggelenk als erstes. Wir werden Sprunggelenk in zwei Ebenen einteilen, in eine geradene und eine seitliche. Wir fangen mit der seitlichen Ebene an. Das heißt, ihr stellt euch mal hüftbreit hin und dann versucht ihr mal auf die Innenkanten zu gehen und auf die Außenkanten zu gehen. Und immer praktisch zwischen diesen zu wechseln. Da merkt man nämlich auch schon, dass teilweise von der Muskulatur in den Adduktoren die verkürzt sind und dadurch hier die Beine gar nicht so in der Mitte zusammenbekommt. Und dann machen wir das 10-mal. Also 10-mal praktisch insgesamt. Jedes noch 2-mal. Und dann stellen wir uns wieder normal hin. Zweite Sache, wir gehen in die gerade Ebene. Das heißt, wir gehen mal hier in so einen Schritt und ihr geht so weit vorne, bis ihr merkt, dass ihr das Bein oder euren Körper nach vorne verlagern müsst. Wenn dieser Punkt kommt, setzt ihr den anderen Fuß auf. Macht es wieder so lang, bis ihr merkt, geht nicht mehr vom Sprunggelenk. Setzt mal wieder das erste Bein auf. Wir machen insgesamt 6 Schritte nach vorne. 3 je Seite. Und wechseln. Wenn ihr nicht genug Platz habt, daheim, dann einfach umdrehen und in die andere Richtung zurück, die gleiche Übung. Und kurz pausieren, kurz rückwärts gehen auf die Ausgangsposition. Kurz Beine ausschütteln und dann starten wir nochmal nach vorne. Wieder ausreizen. Was geht? Tief reingehen in den Entengang. Nach vorne wieder setzen. Und Beine wirklich nur ganz flach über den Boden nach vorn setzen. Jede Seite noch einmal. Und gehen zurück. Wir gehen zur Hüfte, gehen auf die Matte. Luki wieder aus der Seitperspektive, ich wieder aus der Geraden. Wir machen da auch wieder gerade und Seite. Gerade läuft folgendermaßen. Ihr nehmt die Fußsohlen aneinander, legt den Oberkörper wieder Luki hinten ab. Und jetzt nimmt man aus dem Luki seiner Position die Bewegung besser. Ihr hebt das Becken nach oben und wieder ablegen und das Gesäß in die Matte reindrücken und wieder nach oben. Nach unten drücken. 6 Stück machen wir. Noch 2. Und letzte Wiederholung. Und Beine kurz gerade hinlegen. Wir machen noch einen Durchgang. Und dann gehen wir zur Brust. Und Beine wieder zusammen. Hinten ablegen. Hände könnten auch neben dem Boden liegen oder neben dem Körper liegen. Und dann geht's. Becken wieder nach oben und wieder aktiv in die Matte reindrücken. Nach oben und aktiv nach unten. Oben und nach unten. Halbzeit. Und einen noch. Und aufrichten und zuschauen. Nächste Übung. Wir legen uns flach hin. Oberkörper geht hier nach unten. Ihr nehmt die Beine ganz zusammen. Arme könnt links und rechts neben den Körper legen. Und dann lassen wir einfach mal die Beine auf den Boden fallen. Kurz halten und auf die andere Seite zurückdrehen. Merkt man vor allem im unteren Rücken und in, dass die Hüfte mobilisiert wird in der Rotation,
Luki, wie viel machen wir insgesamt? Ich würde sagen, 5 Stück auf jeder Seite, 6 Stück auf jeder Seite. Jawohl. An jeder Seite noch 2 Stück. Ein letztes Mal. Und dann stehen wir auf. So, wir nehmen eine Position ein. Der Luki steht schon parat, die man den Krieger nennt beim Yoga. Der Luki ist aus der geraden Perspektive. Man sieht jetzt schon beim Luki, vordere Bein schaut nach vorne, das hintere schaut auf die Seite sozusagen und die Arme sind so geöffnet, dass die Handflächen nach oben gerichtet sind. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen nach vorne, atmen ein, atmen aus und machen den Brustkorb groß und ziehen die Brust nach oben. Atmen wieder ein und wieder ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Und einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und einmal noch nach vorne und Arme kurz runter. Zweite Seite, das heißt, jetzt kommt das andere Bein nach vorne, das andere Bein nach hinten. Arme gehen wieder in die Position. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und einmal machen wir es noch. Einatmen und ausatmen. Gut. Jetzt kommen wir bei der Beweglichkeitsteil sozusagen. Jetzt kommen wir zu den Movement Preps, die sozusagen die Übungen danach vorbereiten. Wir legen los mit einem Liegestützgang. Das heißt, wir gehen in eine Liegestützposition und machen seitlich 2 Schritte nach rechts, 2 nach links. Der Luki zeigt es kurz vor, ich zeige es kurz vor. Aus dieser Position, rechter Arm, rechtes Bein, linker Arm, linkes Bein. Und so gleichmäßig 2 nach rechts und dann gehen wir wieder 2 nach links. Genau. Okay? Schaut, dass Arme und Beine gleichzeitig die Bewegung machen. Das ist nicht erst Hand, dann Fuß, sondern wirklich versuchen, den Schritt zur Seite gleichzeitig. Es wird nicht immer klappen, dass es 100% gleichzeitig ist, aber genau. Versuchen. 2 Durchgänge, einmal hin, einmal zurück. Und los geht's. Und zurück. Und wieder hin. Und wieder zurück. Und kurz Knie absetzen, kurz pausieren. Wir aktivieren unsere Schultern, unsere Brust, Körperspannung. Brauchen wir alles später, weil es wird heute wieder warm werden. Wir haben das Fenster zugemacht. Ja, aber heute ist nicht so warm, weil heute war es draußen nicht so warm. Zweite Übung. Müssen wir wieder aufstehen. Ja. Und zwar folgendes. Erst einmal auf einem Bein Balance finden, dann nehmen wir das andere Bein nach hinten oben, strecken den gegenüberliegenden Arm nach oben und gehen mit diesem Arm Richtung Boden runter und wieder nach oben. Nach unten, nach oben, nach unten,
Wenn man nach unten geht, ins Gleichgewicht verliert, ist nur blöder. Nach oben, ausbalancieren. Nach unten, nach oben. Und einmal machen wir es noch. Nach unten und nach oben. Andere Seite. Wie hast du die Übung genannt, Freddy? Verbeuge. Verbeuge. Achso, ich dachte, da kommt jetzt eine spezielle. Nein, das Spezielle kommt erst beim nächsten. Also, wir sind immer ein bisschen kreativ, weil die meisten Übungen sind immer auf Englisch bezeichnet. Und also, Hand geht nach oben. Nach unten. Nach oben. Ausbalancieren. Nach unten. Nach oben. Schlechteres Bein. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Und lösen. So, jetzt kommt der Pilzsammler oder Bärensammler, habe ich es genannt. Bärensammler, das war's. Also beim Bärensammler oder Pilzsammler muss man sich ja bücken. Das heißt, wir machen das folgendermaßen im Stand. Ihr nehmt immer ein Bein nach vorn und fahrt dann mit den Händen, als wie wenn ihr unten da eure, ja, was nicht, aufsammelt, euer Wäsche von mir aus, ja, oder sonst was. Dann das andere Bein nach vorne nehmen. Und wir wechseln immer so das Bein. Das Bein versucht gestreckt zu bleiben. Gehen mit dem Oberkörper runter. Sieht man aus dem Lucky seiner Position ganz gut. Und jede Seite noch einmal. Und kurz was trinken für euch, dann geht es zum Hauptteil. Dann wird es knackig. Wir trinken auch noch schnell was. Und dann legen wir los. Wir haben wieder so wie beim letzten Mal 5 Übungen, gell? Genau, 5 Übungen. Wir gehen jetzt wieder alles in einem durch. Haben dann eine Pause. Wir werden jetzt wieder ein paar Basisübungen haben, ein paar tennisspezifische Übungen. Genau. Ein paar Übungen haben wir schon mal gemacht. Aber die wenigsten, also wir haben eigentlich versucht, immer wieder relativ viele neue Übungen einzufahren. So, erste Übung. Wir machen alle 5 durch, wie gesagt. Dann danach immer 30 Sekunden, 45 Minuten Pause. Dann kommt der nächste Durchgang. Also, erste Übung. Stellt euch ein bisschen breiter hin. Und dann geht immer ein Bein zum anderen Fuß und sollte relativ flott gehen. Erste Übung. Zweite Übung haben wir Skippings. Wir machen es wieder so, dass praktisch hier die 45 Grad eingehalten werden in der Knieachse. Das heißt ungefähr nur bis hierhin. Genau. Und auch wieder relativ schnell. Dann kommen die Squat-Schritte, haben wir sie genannt. Das heißt, ihr geht in eine tiefe Position und könnt die Hände hier nach vorne nehmen und dann heben immer kurz die Beine ab. Und wir bleiben immer in dieser tiefen Position. 30 Sekunden. Wird anstrengend. Wird anstrengend. Dann haben wir die tennisspezifische Übung, den Schmetterball. Haben wir bisher noch nicht drin gehabt. Genau, wir machen den Schmetterball aus dem Sprung. Immer zurückgehen, einen Schritt, springen, schlagen. Wieder nach vorn, springen und schlagen. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Auch was kooperativ ist, wir machen es im ersten Durchgang mit der richtigen Hand, im zweiten Durchgang mit der falschen Hand, damit wir mal ein bisschen was anderes haben. Und im dritten Durchgang machen wir es dann wieder mit dem richtigen. Und 5. Übung. Kurz nachgucken. Können wir schön ausschauen. Außenrotation. Genau. Außenrotation. Wir haben letztes Mal die Innenrotation gehabt. Also hier rüber gehen. Außenrotation. Und rüber. Gut. Ja. Also, das heißt, bereit machen. Jetzt haben wir es genau 15 nach. Wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen länger brauchen. Das macht aber nichts. Bereit machen für die erste Übung. Wir legen los. In 3, 2, 1 und los geht's.
Frequenz hochhalten, schnelle Schritte. Arme könnt ihr mitnehmen. Noch 10 Sekunden. Nächste Übung ist dann die Skippings. Und hoch. Halbzeit. Kommen dann die tiefen Squat-Schritte, 5 Sekunden noch. Und tief. Gehen richtig in die Oberschenkel. Abfahrtshocke beim Skifahren. Noch 5 Sekunden, dann kommt der Schmetterball. So, Schmetterball. Aus dem Sprung. Jeder macht sein Tempo. Halbzeit. Und 5 Sekunden noch. Letzte Übung, dann Außenrotation mit der Hüfte. Und Außenrotation. Sekunden noch bis zur ersten Pause. 5 noch und Pause. Erster Durchgang, damit der Puls mal ein bisschen hoch geht. Ja, ist er schon. Ja. Die Übungen sind jetzt noch relativ human. Die Pumpe arbeitet ein bisschen, aber es wird erst später dann auf diesen Faktor eingehen, dass wir richtig ins Schwitzen kommen und richtig anstrengend. Und nicht mehr lang. 15 Sekunden noch. Mach dich langsam wieder bereit. Dran denken, jetzt im zweiten Durchgang machen wir den Überkopf mit der falschen Hand. Das heißt, ihr müsst auch mit dem anderen Bein abspringen. Ja, wird eine koordinative Aufgabe. 3, 2, 1. Und los geht's. Two taps zur Seite. Wir üben schon für die Garde, gell? Wir werden nächstes Jahr so ein Funkenmariechen machen, wir zwar. Noch 5 Sekunden. Dann gehen wir über in die Skippings. Und hoch. Noch 10. Danach runter in die Kniebeuge und kleine Schritte machen. 5 noch. Und runter. Jetzt während der Übung schon mal überlegen. Nächste Aufgabe ist Schmetterball mit dem falschen. Mit der falschen Seite. Gibt es Gas zum Überlegen? Wir haben einen Alarm. Noch 5 Sekunden. Ich muss auch kurz überlegen. Und Schmetterball mit der falschen Seite. Koordinativ schaut das brutal aus. Der Lucky, der Äpfelpflücker.
Noch 10 Sekunden. Ich mache alles, aber kein Schmidt dabei, glaube ich. Du gehst immerhin hoch zum Ball. Irgendwie triffst du ihn schon. Und letzter Wechsel. Letzte Übung. Außenrotation mit der Hüfte. Wenn wir kleine Schritte dazwischen machen. Und Pause. Wieder kurz was trinken. Wir machen auch eine kurze Pause. So, jetzt wieder der richtige Arm dann. Wir legen 5 Sekunden los. Toe Taps. Und los geht's. Halbzeit. Nächste Übung sind Skippings. Und nochmal Gas geben dann. Und nur 3 Sekunden. Und hoch. Halbzeit. Dranbleiben. Noch 5 Sekunden. Dann wieder die Knie beugen. Und tief. Zehn Sekunden, tief bleiben. Jetzt wieder Schmetterball mit dem richtigen Arm. Also ihr wollt es nochmal probieren mit dem falschen. Luki probiert es nicht nochmal. Und hoch geht's. Halbzeit. Noch 5. Und Pause. Oh, wir haben noch Außenrotation. Krass. Pause mit dem Überkopf, nein, natürlich. Die Außenrotation, die sagt man, glaube ich, nicht so zu. Da habe ich mich vorhin schon gehadert damit. Jetzt ist Pause. Pause, trinken. Trinken, dann kommt der nächste Durchgang. Wir erklären dabei, ihr das macht, die nächsten Übungen. Und zwar, beidbeinige Tappings vor, zurück. Beide Beine bleiben zusammen. Kurze, kleine Schritte vor, zurück. Stellt euch eine Linie vor. Genau. Als feste Grundlinie. Zweite Übung, wir gehen auf den Boden in einen umgedrehten Vierfüßlerstand und heben hier abwechselnd die Beine. Hüfte nach oben, so weit nach oben wie es geht, das heißt nicht hier durchhängen, sondern nach oben. Zweite Übung, dritte Übung, tennisspezifisch, der Aufschlag. Das heißt, wir machen jetzt nicht 30 Mal hier das Dantel, sondern wir machen direkt Aufschlag, landen, rausdrücken, wieder Aufschlag. Landen, rausdrücken, Aufschlag. Schnellkräftig, immer wieder rausgehen. Dann Squats im Ausfallschritt. Geht in diese Position und geht nur hier
hoch und runter. Beim Lucky sieht man es ganz gut. Und fünfte Übung. Beginn auf die Matte und rudern. Das heißt, wir nehmen die Beine nach oben, ziehen an, nach vorne, ziehen an und nach hinten. Alles wieder 30 Sekunden. Wir legen los mit den Tappings. Vierfüßler, Aufschlag, vierte Übung waren die Ausfallschritte, runter und hoch, und die fünfte war der Ruderer. Also, wir legen los in 3, 2, 1 und los geht's. Halbzeit, dranbleiben. Halten. Und wir gehen in den Vierfüßler und Bein heben. Und Po nach oben. Die nächste Bewegung für die Garde. Und wir stehen auf und wechseln zum Aufschlag. Aufschlagen, landen, rausdrücken. Noch 10. Und wechsel in diesen Ausfallschritt. 15 Sekunden auf der einen Seite, 15 auf der anderen. Und wechsel. Und auf die Matte zum Rudern. Jeder findet sein Tempo. Wer es nicht mehr kann, einfach nur halten, halten. Dranbleiben. Und Pause. Jetzt wird es schon anstrengend. Ja, kurz was trinken. Gut, Handtuch nehmen. Dann kommt der zweite Durchgang. 15 Sekunden. Machen wir noch. Bereit machen wieder. Fangen wir an mit den Beidbein-Tappings wieder. Danach geht es zum umgekehrten Vierfüßlerstand. Aufschlag. Geht dann wieder in die tiefe Schritte. Und zum Schluss wieder rudern. Rudern. 3, 2, 1 und los geht's. Dranbleiben. Halbzeit. Und den Vierfüßler. Und wieder Hüfte nach oben.
Noch 5 Sekunden. Und hoch zum Aufschlag. Auf 5. Und dann gehen wir wieder in den Ausfallschritt runter und hoch. Und wechseln. Und auf die Matte und rudern. Und los geht's. Ruhig atmen. Bauchübungen, ganz ruhig immer atmen. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Wir haben vergessen, wir hätten den Aufschlag auch mit der falschen Hand machen können. Oh, das können wir jetzt noch machen. Machen wir dritten Durchgang. Dritter Durchgang. Aufschlag mit dem falschen Arm. Ja. Das ist wunderhübsch dann. Jetzt mit dem anderen Bein landen. Alles wieder anders machen, muss das Hirn ein bisschen mitdenken. So, wir haben noch 20 Sekunden Pause, jetzt dann gleich 15 Sekunden. Können wir uns schon mal bereit machen. Wieder beidbeinige Tappings. Tappingssprünge vor zurück. Genau. Und 5, 4, 3, 2, 1 und wir springen. Halbzeit. Fünf Sekunden. Dann gehen wir wieder in Vierfüßler. Und in Vierfüßler. Hüfte oben halten. Dranbleiben. 10 Sekunden. Dann gehen wir in Aufschlag mit der falschen Hand. Und nach oben. Das wird unsere zweite Karriere. Wir werden nur noch aufschlagen. Der wichtigste Schlag. Und in die vierte Übung. Runtergehen. Und wechseln. Fünf Sekunden noch. Dann wieder auf die Matte zum Rudern. Und runter. Ran an die Regatta und los geht's. Olympia 2021. Weit von entfernt. Achter Ruderregatta. Wenn man so die ARD-Doku anschaut, sind wir weit von entfernt. Ja, jetzt. Wo, jetzt habe ich einen Takt verloren. Das macht den Sieg dann aus. Ei, und Pause. Gut, wieder was trinken. Dann kommt der dritte Durchgang. Ihr merkt es, wir sind schon gut beieinander.
Hälfte ist geschafft vom Ausdauerteil. Genau. Hat uns jetzt 20 Minuten bisher gekostet und das wird es dann nochmal so. Das heißt, wir werden wieder länger machen, aber das macht nichts. Jetzt sind alle immer so motiviert. Bleiben wir natürlich dabei. So, folgendes. Erste Sache. Beidbeinige Tappings, wie wir es gerade gehabt haben, aber wir machen es nicht vor zurück, wir machen es links, rechts. Also hier, zack, nur kleine Sprünge hin und her. Zweite Übung, tennisspezifisch. Split Step mit Volley. Machen wir wieder abwechselnd. Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand. Zweiten Durchgang machen wir wieder mit der falschen Hand. Lassen wir sie wieder ein bisschen fordern muss. Dann, dritte Übung, kommen dann die, ich schaue ganz deppert. Ah ja, genau, wir gehen dann mit der dritten Übung auf die Matte, wir machen einen Oberkörperheben. Das heißt, ihr legt den Bauch auf der Matte, streckt die Arme nach vorne und aus dieser Position heben wir den Oberkörper an. Vierte Übung, Vierfüßlerstand, ein Bein nach oben heben, beim Luki sieht man es ganz gut, und dann hier nach oben. 15 Sekunden die eine Seite, 15 Sekunden die andere Seite. Und fünfte Aufgabe ist dann nochmal auf der Matte. Und zwar machen wir eine Plank mit Hüftdrehen. Immer hier zeitlich rotieren und in eine Rotation gehen. Macht euch bereit, 10 Sekunden, legen wir los. Daran denken, erstens springen wir, dann kommt der Split Step, dann kommt das Oberkörperheben, der Beinlift und die Plank. 3, 2, 1 und los geht's. Und jetzt zieht sie immer. 5 Sekunden noch. Und flitzt der Pulli. Eigenes Tempo wieder finden. Halbzeit. Fünf Sekunden. Danach geht's auf die Matte. Und auf die Matte. Oberkörper heben mit gestreckten Armen. Und los geht's. Ruhig atmen. Und Vierfüßlerstand, rechtes Bein geht zuerst nach oben. Geht auf den Booty, wie wir immer sagen, gell, Luki? Den Gluteus, den Booty. Andere Seite, Gluteus Maximus vor allem, der große Anteil des Gesäßmuskels. Und letzte Übung, in die Plank und wir rotieren. Einmal Popo nach rechts, einmal Popo nach links. Immer im Wechsel. Das ist ja was für die Beweglichkeit. Wenn es nicht geht, einfach nur halten. Dann noch 5 Sekunden. Und Pause. Kurz was trinken. Also ich muss wieder zum Handtuch. Ja. Zweiten Durchgang jetzt dran denken, wir machen Volley mit der falschen Seite. So.
Wir haben noch 20 Sekunden Pause. Bereit machen wieder. Dann geht es wieder los mit der ersten Übung. Tappings links, rechts. Dann Volley mit der falschen Seite. Und dann dreimal auf die Matte. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Halbzeit. Der schnelle Wedler beim Skifahren. Er klingt schon bei dir. Hör du, ich beginne die Radl durch. So, 3 Sekunden noch. Zweite Übung, falsche Seite Volley. Weiß man immer nicht, wann man mal brauchen kann. Ich versuche gerade die Gegenbewegung zu machen. Das fühlt sich wirklich komisch an. Ja, außer du kannst natürlich bei der Vorhand mit vorgehen, gell? Ja. 5 Sekunden noch. Und auf die Matte. Oberkörper heben. So wie so eine Huldigung. Wir huldigen den großen Fernseher. Danke für deine Mithilfe. Und im Vierfüßlerstand, rechtes Bein nach oben. Und andere Seite. Und letzte Mal für diesen Durchgang in die Plank und drehen. Halbzeit. Wer Probleme hat, einfach halten in der Plank. Fünf Sekunden noch. Dranbleiben. Und Pause. 45 Sekunden Pause. Ihr merkt, wir schwitzen genauso wie ihr. Einen Durchgang haben wir noch. Wir nehmen jetzt nochmal die richtige Seite. Und dann kommt der letzte Durchgang. Das Bonusmaterial. Das Bonusmaterial. Ja. Jetzt haben wir da über der Zeit. Das haben wir inzwischen gewohnt. Aber wir werden wie immer unsere Sendezeit überziehen. So, noch 15 Sekunden. Dann legen wir wieder los mit den seitlichen Sprüngen. Gehen dann wieder in den Volley und dann wieder auf die Matte. 3, 2, 1 und los. Halbzeit halten. Dann gehen wir über in den Volley. Jetzt. Halbzeit. Sekunden. Und auf die Matte. Oberkörper heben. Und los geht's.
Ruhig atmen. Fünf. Und in den Vierfüßlerstand. Andere Seite. Dann haben wir noch einmal die Plank, dann ist der Durchgang vorbei. Und in die Plank und drehen. Noch fünf. Und Pause. So, die Zeit ist abgelaufen, aber nicht für uns. Also alle, die sagen, okay, es waren 45 Minuten, hat Spaß gemacht, aber mir reicht's. Die können jetzt noch zuschauen. Für alle, die ihren Schweinehund überwinden wollen, die sagen, okay, weißt du was, jetzt hau ich noch einen drauf. Ja, wenn ihr den Schweinehund heute noch nicht überwunden habt, dann ist jetzt die Zeit. Ja. Einmal am Tag sollte man es auf jeden Fall machen. Ja, hierbleiben, mitmachen. Letzter Durchgang, reinhauen nochmal. Drei Durchgänge, dann haben wir es geschafft. Wir erklären die Übungen. Erste Übung, Split Step Vorhand Rückhand, ganz normal. Zweiten Durchgang machen wir wieder. Da, mein Papa schickt schon Grüße an Georg Fleischmann, auf geht's, Josh. Also Vorhand Rückhand erstes, dann haben wir Liegestütz aus einer variierten Position, das heißt, wir gehen in den Liegestützstand, nehmen eine Hand da raus, Liegestütz, gehen nach oben, Hand in die Mitte, andere Seite raus, nach unten. Dann Burpee. Machen den Burpee aber ohne Liegestütz, der Luki zeigt es kurz vor, Sprung nach oben, nach unten. Einfache Variante. Genau, könnt rangehen, wieder weg. Vierte Übung, der Käfer. Wir gehen auf die Matte. So. Luki, zeigst du vor oder ich vor? Wir hatten eine kurze Diskussion, wie wir machen. Es gibt verschiedene Übungsausführungen. Wir gehen hier mit den Armen nach oben, an das Bein, nach oben und immer abwechselnd. Und letzte Übung, fünfte Übung, der krönende Abschluss. Sind der seitliche Crunch. Luki, zeig ihn kurz vor. Oberkörper hinten ablegen, Beine gehen nach oben. Und jetzt hat die Arme seitlich, links und rechts, immer am Körper vorbei. So, dran denken, das ist der Zusatz, der Schweinehund-Zusatz. Wir werden jetzt einmal, wir machen zwei Durchgänge, okay? Genau. Zwei Durchgänge ist ein Kompromiss. Zwei Durchgänge. Wir legen los mit der Vorhand in Vorhandrücker. 3, 2, 1 und los geht's. Und arbeiten nochmal. Tief runter. Noch 5 Sekunden. Dranbleiben, dann gehen wir in die Liegestütz und nach unten. Wer es nicht mehr schafft, nur halten. Halbzeit. Und aus der Position starten wir mit den Burpees. Jeder macht wieder sein Tempo.
Halbzeit. Und auf die Matte. Der Käfer. Und los geht's. Ruhig atmen wieder. Und seitlicher Crunch. Letzte Übung für den Durchgang. Dranbleiben. 10 Sekunden noch. Da, wenn es brennt, oben bleiben. 5 Sekunden noch. Und Pause. Oh, die Burpees sind anstrengend. Hallo. So, mein Durchgang der Reinhardt, der letzte. Noch einmal Pause. Einmal Pause und einmal mitmachen nochmal. Dann sind wir fertig. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Wir fangen mit Vorhand, Rückhand das gleich wieder an. Kommen dann Liegestütz, Burpees und dann noch zwei Granaten-Bauchübungen zum Schluss. Dass wir nochmal richtig reinschießen. So, 10 Sekunden. Fünfter Satz, Hybrid. Genau. Jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Fünfter Satz. Wird ja fast nicht mehr ausgespielt, also springen wir Tiebreak. 3, 2, 1 und los geht's. Und in die Liegestütz. Nach unten atmen wir aus. Und in den Burpee. Noch 5 Sekunden. Und in den Käfer. Letzten 2 Übungen. Dranbleiben. Gas geben. Und wir gehen die letzte Übung. Beine hoch, Arme und nach oben. Und gerade dranbleiben. Auf geht's. Letzten Sekunden, Gas geben nochmal. Auch wenn der Bauch brennt. Wenn das Herz pumpt. Und fertig. Sehr schön, es war für uns wieder anstrengend. Mal gleich mal zum Handtuch greifen. Vielen Dank wieder fürs Mitmachen.